Deutschland ist eines der wenigen Länder, die ein nationales Programm für nachhaltigen Konsum verabschiedet haben. International haben wir damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Sustainable Development Goals geleistet. Gleichzeitig setzen wir ein Zeichen für die Bedeutung, die nachhaltiger Konsum inzwischen erreicht hat. Mit der Vielzahl von Maßnahmen, die im Programm enthalten sind, wird der nachhaltige Konsum in die Breite getragen. Und durch die vielen Ministerien, die daran mitwirken, wird viel stärker als in der Vergangenheit die Möglichkeit geschaffen, nachhaltigen Konsum weiterzuentwickeln. Nun kann nachhaltiger Konsum weder verordnet noch beschlossen werden. Er kann nur gelingen, wenn die Gesellschaft mitwirkt. Viele Teile der Gesellschaft haben längst erkannt, welche Bedeutung nachhaltiger Konsum hat. Sie wollen daran mitwirken und sie tun dies bereits. Sie sehen die Chance, die nachhaltiger Konsum für die nachhaltige Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft bringt. Dementsprechend bedeutsam sind die vielen Initiativen im Kleinen, die dieses bereits vorantragen. Das Programm für nachhaltigen Konsum unterstützt sie dabei. Es bietet ihnen die Möglichkeit zur Vernetzung. Den Auftakt dazu bildet die nationale Konferenz Umsetzung des nachhaltigen Konsums in Deutschland am 23. März in Berlin. Sie ist ein gemeinsames Forum. Je mehr daran mitwirken, desto erfolgreicher, desto schneller und desto mächtiger wird der Trend zu nachhaltigem Konsum. Und wir wollen Sie mit dazu einladen, daran mitzuwirken.